Im September 1989 hatten Kerstin Johnson und ihre 13-jährige Tochter Tina eine sehr merkwürdige Begegnung in Björkvik im Södermanland in Schweden. An das genaue Datum der Begegnung können sie sich nicht mehr erinnern, aber es könnte am Samstagabend des 9. September gewesen sein. Sie hatten mit ihrem Volvo gegen 18.10 Uhr eine Freundin von Tina zur Bushaltestelle im Ort gebracht und befanden sich auf dem Rückweg, als sie in der Dämmerung um etwa 18.20 Uhr nur ein paar hundert Meter von ihrem Haus entfernt um eine Kurve kam und Kerstin plötzlich ein Objekt in einiger Entfernung direkt über den Baumwipfeln der Birken links neben der Straße schweben sah. Sie machte ihre Tochter, die auf dem Rücksitz saß, auf das Flugobjekt aufmerksam, fuhr langsam weiter und hielt dann direkt daneben an. Es war ungefähr 15 und höchstens 20 Meter von ihnen entfernt in der Luft und sie konnten es sehr genau erkennen. Das eindeutig feste Objekt hatte einen Durchmesser von mindestens 5 Metern und die Form einer Untertasse. Die Farbe des Objekts war dunkelmetallisch und es hatte drei Lichter an der Unterseite, die in gleichmäßigen Abständen rot, gelb und grün blinkten. Außerdem beschrieben die Zeugen, dass in der Mitte der Unterseite des Objekts eine Art Luke zu erkennen war. Kerstin öffnete das Seitenfenster ihres Wagens, aber es war nichts zu hören. Das Objekt gab keine Geräusche von sich, es kam kein Auto vorbei und es war auch allgemein merkwürdig still. Als Mutter Kerstin nach ein paar Minuten die Tür öffnete, um sich das Objekt genauer ansehen zu können, hatte sie schon einen Fuß auf die Straße gestellt, als Tina sagte, dass sie verrückt ist und nicht aussteigen soll. Tina hatte große Angst und fing an zu weinen. In diesem Moment begann das Objekt sich langsam über die Straße zu bewegen, wobei es sich gemächlich gegen den Uhrzeigersinn drehte. Kerstin konnte es nun von der Seite erkennen und bemerkte, dass es eine Kuppel mit mehreren Lichtern hatte, die sie als Fenster, aus denen gelbes Licht schien, wahrnahm. Das Objekt machte dann eine schnelle Wende und verschwand mit hoher Geschwindigkeit über die Bäume hinweg in Richtung des nahegelegenen Injarensees. Die ganze Sichtung hatte etwa 10 Minuten gedauert. Daraufhin fuhren die beiden Zeugen schnell nach Hause. Als sie dort ankamen, bemerkte Kerstins Mann, dass beide sehr aufgeregt waren und dass Tina absolut erschrocken und blass war. Im Jahre 1994 kamen die beiden Zeugen dann mit UFO-Fallermittlern von UFO Schweden, einem Verein, der das UFO-Phänomen untersucht, in Kontakt. Die Ermittler interviewten Kerstin, Tina und den Vater getrennt voneinander und ließen die beiden Hauptzeugen Fragebögen ausfüllen. Außerdem erfuhren die Ermittler, dass es auch noch weitere Zeugen für die Sichtung gab, die aber nicht mit ihnen sprechen wollten. Aus der Gegend um Björkvik hatte UFO Schweden auch schon öfters Berichte von UFO-Sichtungen erhalten. 2008 erreichte sie ein anonymer Brief von einer Person, die zu der Zeit der Sichtung 16 Jahre alt war und auch Augenzeuge für das wahrscheinlich gleiche Objekt wurde. Der Zeuge befand sich während der Sichtung ebenfalls im Auto, zusammen mit seiner Schwester und seiner Mutter. Auch er beschreibt es als dunkelmetallisches Objekt mit blinkenden Lichtern. Sie beobachteten das Objekt dabei, wie es über dem Injarensee schwebte und dann plötzlich mit hoher Geschwindigkeit verschwand. Kerstin und Tina können die schweigenden Zeugen verstehen, denn auch sie hätten niemals über ihre Sichtung gesprochen, wenn sie gewusst hätten, wie die Presse über ihre Begegnung berichtet.